Das ist Micke, mein Schmink- und Schreibtisch. Und wie ihr seht, dem geht's nicht gut. Das ist Linda. Und das ist mein Chaos. Ich brauche dringend Hilfe und Micke braucht einen Glow-Up. Darum habe ich mir auf Pinterest ganz viele Aesthetic Desk Makeovers angeschaut, um mich fürs neue Schuljahr zu motivieren. Heute im Video zeige ich euch, wie ich meinem Schreibtisch ein Back-to-School-Makeover gegeben habe. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir meinen Schreibtisch ein bisschen schön, weil ihr habt ja gerade gesehen, es sieht sehr chaotisch aus. Und es ist mittlerweile nur noch ein Schminktisch. Und ich finde es eigentlich voll wichtig, so fürs neue Schuljahr einen Schreibtisch zu haben, um überhaupt Motivation zu haben, irgendwas zu machen. Und deshalb habe ich mir eine Shoppingliste geschrieben und die blende ich euch hier ein. Dann war ich auch noch bei Ikea, weil ich wollte eigentlich so einen Alex-Schrank haben, den ich nebenbei einen Schreibtisch stellen kann, damit ich da ein paar Sachen unterbringen kann, aber der war viel zu groß. Und deshalb habe ich so einen kleineren Schrank genommen, passend zu meinem Schreibtisch-Schminktisch. Und dann habe ich auch noch Sachen bei Amazon bestellt, die sind jetzt auch angekommen. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Infobox, dann könnt ihr nachschauen, falls ihr irgendwas nachbestellen wollt. Zuerst habe ich mir einen Laptop-Ständer bestellt bei Amazon, Stifte, Boxen. Dann habe ich mir bei Ikea so kleine Pflänzchen aus Plastik gekauft, was ein Stern gibt. Und dann habe ich diese Lampe gefunden. Die ist so, so cool, Leute. Die muss ich euch unbedingt zeigen. Die macht so ein schönes Licht. Hier sind noch Boxen für in die Schubladen rein. LED-Lights, weil ich mir so ganz ästhetisch so hinter meinen Schreibtisch so diese LED-Lights machen, dass es so abends so richtig cool aussieht, wie bei so einem Study Girl auf Pinterest. Dann eine Box in hellblau, weil ich habe mir auch eine Schreibtischunterlage in hellblau bestellt, weil ich dachte, das passt gut zu meiner Collage, weil da sind auch so hellblaue Bilder drin. Aber das Problem ist, das ist mir so schmutzig blau. Das stand hellblau drauf, das haben die mir vorher nicht gesagt. Und dann habe ich mir noch bei Ikea so ein Board mitgenommen für hinter den Schreibtisch mit Boxen, die man dann so da reinhängen kann. Würde ich sagen, werden wir das mal zusammenbauen. Okay Leute, ich habe mir jetzt einen Wäschekorb geschnappt und da packe ich jetzt alles rein, was hier auf meinem Schreibtisch rumliegt. Und dann werde ich den einmal abwischen und mal den ganzen Staub wegputzen. Mir ist halt aufgefallen, dass ein Loch in meiner Collage ist. Ich bin übrigens schon heute in einer Woche Schule. Lustig ist, dass ich jetzt alles schon gesucht habe, was ich hier gerade alles finde. Schön! Leute, ich verzweifle gerade an diesem Schrank mit diesen ganzen Schubladen, weil diese Anleitung ist so kompliziert und wenn man irgendwas falsch macht, muss ich alles wieder auseinanderbauen. Und ich habe es jetzt gerade schon zusammengesteckt bekommen, jetzt muss ich noch die ganzen Schubladen reinmachen. Und ganz liebe Grüße an meinen Papa, der mir den Akkuschrauber auflädt. Bob, der Baumeister, kann weder schaffen. Ja, wir schaffen das! Last one. Ich habe noch einen Dübel übrig. Ich hoffe, das ist ein Ersatzdübel. Aber es scheint alles zu funktionieren. Oh Leute, ich habe die cuteste Kerze ever gefunden. Die Kerze! Lampe! Ich sag Kerze, das sieht aus wie so eine Kerze von früher, die man so rumträgt mit dem Griff hier. Und jetzt mit einem coolen Dimmer. Ich muss sie gleich einstecken. Aber die fand ich so cool für auf den Schreibtisch. Und jetzt kommen wir zum Fun-Part, zum Dekorieren. Oh Leute, das ist so cool. Guck mal, mein Schreibtisch ist einfach verlängert. Ich kann hier auch noch Sachen drauf machen. Perfekt. Guck mal, ich habe so kleine Döschen gekauft, so ganz viele Kleinteile. Einmal die sind so durchsichtig. Die kann ich jetzt hier reinhängen. Und hier sind noch so weiße. Leute, guckt mal, was eine neue Schreibtischunterlage, nicht perfekt zu meinem Schülerkalender. Hä, ich finde das gerade mega cool. Den wollte ich euch auch nochmal zeigen. Bei denen gibt es überall, wo es Bücher gibt und der ist perfekt fürs neue Schuljahr. Da ist alles drin, was ich schon immer in meinem Kalender haben wollte.
weil die alten Kleider fand ich immer entweder hässlich oder die hatten nicht hier so, was man die Fächer eintragen kann. Da sind noch ganz viele Bilder von mir drin. Und falls ihr euch nicht so als Navi-Fan outen wollt, so, hey, ich bin Navi-Fan, könnt ihr den Sticker hier vorne auch einfach abmachen. Ich habe ihn aber dran gelassen. Und ja, es ist nicht ein Link in die Infobox, gibt es nämlich auch bei Amazon. So, mein Schreibtisch ist soweit eingeräumt und aufgeräumt. Aber ich habe jetzt hier noch die ganzen Schminksachen. Wie man sieht, ist das ziemlich viel. Und ich warte jetzt aber bis morgen auf diese Glasdinger, die ich dann alle hier reinräumen kann, weil das sieht, glaube ich, schöner aus. Und dann kann ich jetzt hier schon mal in den Schubladen meine ganzen Schulsachen einräumen. Ich bin fast fertig, ich muss jetzt nur die zweite Schublade machen. Zum Glück habe ich noch eine große Schublade, weil ich habe noch hier so größere Krimskrams-Sachen und die werde ich jetzt alle mal hier reinsortieren. In meinem Euroladen findet ihr meistens auch so Boxen, die kann man super als Schreibtischorganizer verwenden. Einmal den Deckel für kleine Sachen und dann noch die Box für große Sachen. Wie schön das jetzt aussieht. Ich wünschte nur, es würde immer so bleiben, aber ich kenne mich leider. Leute, heute kann ich nicht mehr viel machen, weil meine Make-up-Organizer noch nicht da sind. Aber ich habe ja noch so LED-Lights gekauft, die wollte ich hinter den Schreibtisch machen, damit der Schreibtisch abends so gemütlich aussieht und man vielleicht ein bisschen mehr Lust hat, sich nochmal hinzusetzen. Und das machen wir jetzt mal. Ich warte gerade immer noch auf Amazon, dass er nicht meine Organizer bringt. Aber jetzt habe ich mir in der Zeit ein schönes Hintergrundbild passend zu meiner hellblauen Schreibtisch-Ästhetik runtergeladen. Ich bin einfach auf Pinterest gegangen, dann habe ich Aesthetic Wallpaper Blue Heart eingegeben. Ihr könnt auch Pink Heart eingeben. Dann kommen diese ganzen Bilder hier. Dann habe ich das genommen und dann habe ich es mir einfach runtergeladen. Da habe ich es als Hintergrundbild gemacht. Finde ich, sieht süß aus. Leute, da ist es! Mein Paket ist endlich da. Ich habe jetzt 5 Stunden auf das Paket gewartet. Es ist nämlich 14.53 Uhr. Nicht ernst. Jetzt aber, Leute, wenn es jetzt nicht mein Paket ist, weiß ich auch nicht mehr weiter. Also diesmal ist es kleiner, aber es raschelt nicht und es steht auch nicht Amazon drauf, aber egal. Ja! Oh mein Gott, das wird so geil. Numero uno, numero dos. Los geht's, Leute. Jetzt geht die Einrichtungsparty ab. Ich finde dieses Geräusch so geil. Ich liebe diese Restock-Videos auf TikTok. Und das sieht so clean aus. Und jetzt räume ich das alles schön ein. Und ja, ich habe gerade mal geguckt, wie ich es alles anordne. Ich hoffe, das passt. Ich habe immer noch welche übrig. Vielleicht mache ich da noch was Schmuckstück rein oder einfach ins Bad. Und hier habe ich jetzt die Wäschekörbe. Übrigens, wundert euch nicht, mein Bett. Ich wollte auch so schöne neue Bettwäsche frisch gewaschen haben, wenn mein Schreibtisch schön aussieht. Deshalb ist es abgezogen. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an, hiermit alles einzuräumen.
da habe ich jetzt Pinsel reingemacht. Dann seht ihr da Lip-Produkte, hier so ein paar Haarspangen, Make-up-Eier, hier ist Augenbrauen und da sind noch so Kajalstifte. Concealer, Wimperntusche, hier sind so Puder, hier sind ein bisschen Pflegeprodukte und hier ist nochmal Wimperntusche. Und ja, hier hinten ist halt noch so Fake-Wimpern und so ein Anspitzer und so Matttücher und hier Blush und Cream-Bronzer. So Sachen, die ich nicht so viel benutze, habe ich jetzt hier aussortiert und tue hier ins Bad rein. Aber ich finde, sieht das eigentlich schon mal ganz gut aus. Also ich finde, es ist richtig schön geworden. Ich finde es auch super gut, dass ich jetzt hier noch meinen Schminktisch habe und hier meinen Schreibtisch. Habe ich beides so ein bisschen zusammen und ich habe auf jeden Fall genug Platz, um auch mal was für die Schule zu machen. Und ich finde, es sieht genau aus wie bei Pinterest. So habe ich es mir vorgestellt. Ich habe jetzt noch überall, auf meinem iPad auch, dieses Aesthetic-Hintergrundbild gemacht. Und jetzt ist alles schön matching. Ich glaube, das wird richtig gemütlich. Vor allem abends sieht mein Schreibtisch so schön aus. Und dann kann ich die LED-Lights anmachen. Das zeige ich jetzt auch nochmal. Neben meinem Schminktisch habe ich jetzt noch hier so ein kleines goldenes Tischchen hingestellt. Mit der Ablage. Hallo. Für meinen Schmuck und voll praktisch an den Rand. Hier kann man die Claw-Clips direkt dran machen. Und ja, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich kann euch ein bisschen Inspiration geben, für euren Schreibtisch auch ein bisschen schön zu machen, damit ihr ein bisschen Motivation habt fürs neue Schuljahr. Und ja, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da, falls es euch genauso gut gefällt wie mir und abonniert auch sehr, sehr gerne meinen Kanal. Und das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!